Außerdem finde ich ein bisschen schade, dass das Schulsystem häufiger auch Hobbys wenig Zeit lässt. Zum Beispiel jetzt ist es so gelöst bei unserer Schule, dass die ganze Stufe quasi eine Klasse ist und da jeder aber andere Sachen gewählt hat und andere Fächer hat, muss ein Stundenplan her, der für jeden passt. Und deswegen hat man so komische Pausen und Schulzeiten, das ist total furchtbar. Ich habe jetzt zum Beispiel, ach nee, so kann ich das nicht machen. Ach scheiße. Ich habe jetzt zum Beispiel 5 Freistunden gerade. Und manchmal habe ich dafür bis 18 Uhr Schule. Einfach weil es anders nicht machbar ist. Und das finde ich eigentlich einen ziemlichen Bullshit, das so zu lösen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber das nervt ziemlich. Ja. Aber was ich eigentlich noch erzählen wollte, ist, dass ich auch ein bisschen komisch finde, dass das Schulsystem irgendwie in jedem Land, Bundesland verschieden ist. Und dass es dann auch Bundesländer gibt, in denen Abi offensichtlich mehr wert ist als in anderen. Und weil es einfach angeblich schwerer ist. Und ich weiß nicht, ob ich das so glauben soll, dass tatsächlich das eine Abi schwerer ist oder das andere nicht. Aber offensichtlich ist es tatsächlich so, dass manche Abis mehr wert sind an Unis als andere. Und das finde ich irgendwie auch extrem seltsam. Und ich verstehe auch nicht bei den Ferien, dann kennt man andere Leute und hat einfach nie mit denen zusammen Ferien. Also mit, zum Beispiel, es gibt ja diese Länder, die total früh Ferien haben. Ich glaube, Hessen gehört dazu. Und Baden-Württemberg liegt ja direkt in der Nähe von Hessen. Wenn man jetzt irgendwie jemanden kennt, der jetzt zum Beispiel gerade, ich weiß nicht, der eine wohnt in Mannheim, der andere geht in Viernheim zur Schule. Und dann hat der eine einfach nie mit dem anderen zusammen Ferien, weil der andere einfach, oder vielleicht höchstens mal zu sowas wie Ostern oder Weihnachten, aber das ist ja dann auch wie Ostern und Weihnachten zusammen, wenn man da mal zusammen Ferien hat. Nein, also ich finde es auf jeden Fall ein bisschen, ja, seltsam. Es wird allgemein für Bildung ziemlich wenig getan. Da kann ich auch eine hübsche Geschichte erzählen. An unserer Schule wird unsere Schule momentan saniert, general saniert. Und da bauen sie halt die ganze Schule um. Und jetzt hatten sie vor, da 2 Fahrstühle zu bauen, links und rechts ein. Haben sie gebaut und gebaut und gebaut. Und nachdem die dann mal der erste Stock. Also die haben da total viel eingerissen, auch von der Fassade haben sie Sachen eingerissen und so. Und als sie dann irgendwann mal mit dem ersten Stock des Fahrstuhls fertig waren oder mit dem ersten Stock des Schachts, haben sie auf einmal angefangen, das Teil wieder abzureißen und jetzt ist es wieder abgerissen. Sowas finde ich sehr effizient. Da wird mit Ressourcen gut umgegangen, so dass da auch keine Ressourcen verloren gehen, so wie sich das eben gehört, ne? Und also totaler Bullshit eben. So. Jetzt nochmal hier zu dem Teil. Ich dachte mir, dass der untere Teil eigentlich hauptsächlich dazu sein soll, dass da irgendwie der Motorenraum ist und so und irgendwie aus Steinen ist. Das soll wie so eine Festung sein, auf der die Häuser stehen. Und da muss ich mir echt nochmal was überlegen, weil ich das jetzt alles aus Holz gebaut habe, fehlen mir da nämlich jetzt so ein bisschen die Ideen unten. Weil ich auch nicht weiß, ob das gut aussähe aus Stein. Aber es wäre halt so ein gewisser Kontrast zu dem Holz, der da drüber liegt. Ich meine, hier oben ist ja recht viel Holz verbaut. Unten dann Stein. Aber oben ist eigentlich auch mehr Stein verbaut als Holz. So. So langsam gefällt mir wieder dieses Teil.
So langsam nimmt das wieder Form an. Eine Zeit lang hat mir dieses Projekt nicht gefallen. So, heute habe ich aber auch echt Bock, wieder was aufzunehmen. Ja. Also irgendwie von unserem Schulsystem, also in Deutschland, bin ich jetzt nicht so überzeugt. Von der Art und Weise, wie das funktioniert. Es wird einfach nur zu wenig gefördert. Immer nur dieselbe Art von Mensch. Und dabei gibt es so viele intelligente Menschen, die vielleicht der Nation ein wenig weiterhelfen könnten. Naja, aber was ich zu der Sanierung sagen wollte noch, da haben sie echt auch einfach mal wieder das billigste Bauunternehmen genommen, die Stadt Mannheim. Und ja. Das ist natürlich immer super. Weil dann kommen so Sachen raus wie der Berliner Flughafen, die einfach nicht fertig werden. Oder Stuttgart 21 ist jetzt auch schon 1000-mal so teuer, wie es vorher war. Also gefühlt natürlich. Ich habe keine Ahnung, wie teuer es momentan ist oder werden soll. Ja, sowieso nochmal mehr bestimmt. Und ich verstehe auch nicht, dass dann echt die Stadt auf solchen Kosten sitzen bleibt. Der Vertrag muss doch so gemacht sein, dass die Firma einfach verpflichtet ist, zu diesem Preis es auch zu liefern. Wenn dann Probleme auftreten, dann soll es halt die Versicherung, mein Gott, da muss doch irgendwie so eine Art Möglichkeit geben, das irgendwie so abzusichern, dass nicht jede Preiserhöhung dann auch wirklich von der Stadt getragen werden muss, weil sonst sollte man halt einfach das Bauunternehmen wechseln und sollte halt irgendein anderes Bauunternehmen machen, aber nicht, dass das Bauunternehmen, was da irgendwas falsch gemacht hat oder den Preis falsch kalkuliert hat, dann auch noch zusätzlich Geld abräumen kann. Immer schön den billigsten Preis machen und anschließend den Preis verfünffachen. So kann natürlich jedes Bauunternehmen Geld kriegen, aber das ist doch echt der falsche Ansatz, oder? Also, finde ich. Mal gucken. Vielleicht falsch, hier schon Details einzubauen, obwohl hier noch gar keine Fassade ist. Ich baue das ja auch echt so von oben nach unten, ne? So, aber langsam nimmt es ein bisschen mehr Form an hier, dieses fliegende Schiff. Ja. Und ich überlege jetzt ernsthaft, wie lange ich jetzt hier eigentlich schon aufgenommen habe. So. Ich überlege gerade, ob es gut aussähe, wenn ich jetzt hier so eine Art Welle oben drauf baue. Mal gucken. So. Und dann. Ja. So meine ich das jetzt mal. So als Abschluss quasi hinten, der symmetrisch ist. Ist natürlich die Frage, wie sie dieses Schiff überhaupt gebaut haben. Muss ja irgendeine Grundlage gewesen sein, auf der sie das Ganze eigentlich gebaut haben. Aber es muss ja nicht alles realistisch sein. So. Es muss auch nicht alles so hochkomplex gebaut werden. Ich möchte da nicht in jedes Haus die ganze... mein ganzes Engagement legen. Dann werde ich nämlich hier nie fertig. Und mir ist aufgefallen, andere Bauern machen das auch so. Die machen eigentlich total die simplen Häuser. Es muss einfach nur im Gesamten gut wirken. Und da finde ich, tut das in manchen Teilen nicht so gut aussehen. Zum Beispiel hier fehlt mir ein bisschen Holz. Vielleicht sähe das besser aus, wenn man das jetzt so macht. Finde ich zumindest.
Und davon gibt es noch mehr Beispiele. Hier könnte man zum Beispiel noch so ein Vordach bauen. Und ein bisschen Zaun unten dran. Um das Ganze ein bisschen zu verschönern. Das könnte man noch machen. Wie gesagt, hier am besten wäre hier wie so eine Linie und darunter ist einfach Stein. Mit so dem ein oder anderen Bullauge. Ich brauche vielleicht auch noch eine Kanone. Vielleicht so ein paar. Also der liebe DJ Pitch bzw. Pitchel Media hat gesagt, hier könnte man so Schornsteinrohre machen. Könnte man natürlich jetzt auch noch irgendwo hinzufügen, vielleicht nicht da. Vielleicht woanders. Man kann natürlich auch hier. Zum Beispiel, was immer ganz cool aussieht, wenn es nicht ganz symmetrisch ist überall. Dann könnte man natürlich hier zum Beispiel hier noch irgendwie so eine Art Abdampfer machen. Weiß nicht, wie man das nennen soll. Mach mal. So. Vielleicht so. 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 Ich war neulich in der BSF. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Und das ist richtig cool, was es. Das sind so viele Rohre. Ach. Ja, jetzt geht der Rauch ein bisschen in die falsche Richtung, so rein logisch. Macht es mehr Sinn, wenn er dahin geht. So, hier soll so eine Art großer Tank oder so sein und ein Maschinenraum. Und man soll den auch betreten können und alles. So, dass das alles so ein bisschen realistischer ist. Das heißt, ich mache hier mal die Stange weiter. Vielleicht könnte sogar hier schon der Maschinenraum sein. Das hätte den Vorteil, dass man den Tank hier hinbauen könnte und dann hier die Rohre auch Sinn machen würden. Und ich habe mich aber noch nicht so ganz informiert, wie ein Motor aussieht. Oder wie man den am schönsten in Minecraft umsetzen kann. Vielleicht sollte ich den erstmal extern bauen und dann hier einsetzen. Naja, aber ich beende jetzt einfach mal die Aufnahme. Ich hoffe, das war eine halbe Stunde, aber ich denke ja eigentlich schon. Ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Ich habe nicht so viel über die Schule geredet, wie ich eigentlich wollte. Also nicht über die Schule, sondern über, warum ich das irgendwie so ein bisschen komisch finde. Aber ist jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Und naja, vielleicht hat es euch ja ein bisschen unterhalten. Wenn ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr einen Like geben würdet. Müsst ihr natürlich nicht. Und dann verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.